Ja, guten Hallo liebe Leute und herzlich willkommen mal wieder zurück zum brandneuen Part von Never Alone. Ja, auch hier in diesem Spiel geht es jetzt endlich mal wieder weiter. Und wo waren wir stehen geblieben? Ganz genau, Leute. Wir waren da stehen geblieben, wo uns der riesengroße Eisgigant verfolgt hat. Und da wird es jetzt weitergehen. Ich bin mal gespannt, ob ich das alles noch mit der Steuerung gut hinkriege. Los geht's. Während der große Mann Schnee schaufelte und einen Schneesturm nach dem anderen erschuf, rannte er mit der Dachsel davon. Doch der große Mann sah ihn, als er die Dachsel nahm und damit weglief. Und hier müssten wir jetzt stehen geblieben sein. Ja, genau hier. Hier mussten wir jetzt weitermachen. So konnte ich nochmal wechseln. So ging Litte. Okay. Jetzt musste ich nämlich den Baum hier retten, weil der Eisgigant ist genau hinter uns, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier war irgendwo der Baum, der mich auch geholfen hat. Der Geisterbaum. Muss weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Ja, 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 da ist er schon. Die Bohlen, die Bolas. So, und los geht's. Mal gucken, ob ich das jetzt schaffe. Halt, ich musste hoch. Nee, halt, warte mal. Ja, ich musste den runter bewegen. Weil er... alles klar, okay, gut. Jetzt kommen die Erinnerungen wieder hoch. Ich musste also hier erstmal den Baum befreien. Und dann rüber wechseln zu meinem kleinen Freund, dem Fuchs, weil der bewegt es jetzt hier lang. Oh Gott, das schaffe ich glaube ich nicht. Nee. Ah, oh, das war jetzt knapp. Warte mal. Ah, nee. Oh, wie war denn ditte? Oh, wie war denn ditte nochmal? Das habe ich doch letztens... Warte mal, zack. Ich muss den obersten Baum auf jeden Fall kriegen. So, ich glaube, diese Stelle ist zu alleine extrem schwer. Mal. So. Und jetzt rüberspringen. Perfekt. So, hier dürfte ich, glaube ich, müsste ich, glaube ich, in Sicherheit sein. So. Der kommt mal nach oben. Ja, guck mal, der Baum ist zwar schon unter Wasser fast, aber sie kommt weiter. So, zack, perfekt. Das war gut. Ich bleibe wieder der Fuchs auf jeden Fall. Muss wieder nach vorne mich bewegen, weil der Eisgigant immer näher kommt. Und die ganzen Bäumstämme und so weiter, die verhindern natürlich mein Weiterkommen. Aha, okay. Zack. Bolas nehmen. Nehmen wir ein bisschen weiter runter gehen, oder? Ja, ich glaube echt, diese Stelle wird jetzt übelst schwer werden. Bisschen weiter nach oben. Ja, das kommt hin, das kommt hin, das kommt hin. Jetzt muss ich den Baum hoch bewegen. Also dieser Geist ist auch gerade ziemlich ärgerlich. Er ist auch gerade ziemlich fies. So, jetzt muss ich wieder zu ihr wechseln. Ich glaube, das ist hier echt die letzte Stelle im ganzen Spiel. Oh, sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Läuft auf jeden Fall besser als beim ersten Mal. Halt, nee. Ich muss wieder meine... Ah, ich muss da vorne... Ich muss nach vorne. Ich muss dem Baum sagen, dass er wieder hochbewegen soll, seine Äste. Aber doch, das Kleine, die schafft's. Oh, ich dachte gerade, die Kleine wird gerade erwischt, auf jeden Fall. Nee, aber hat sie geschafft. Den noch nach oben bewegen. Hallo? Ach so. Gut. Nein! Ich hätte auf den letzten Wind achten müssen. Oh, bitte jetzt nicht wieder von Anfang an, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, ich fange jetzt alles wieder von vorne an. Na, das dürfte ganz normal klappen. Ja, doch. Gut, okay. Das Spiel ist doch lieb zu mir. Ich dachte gerade, ich fange nochmal von vorne an. So. Und Wind jetzt bitte. Wind. Jo. Und nochmal Wind. Komm, Wind. Jawohl, wir haben es geschafft. Das war gut, wir haben diese Stelle geschafft. Er ließ die Schaufel fallen, entstieg der flachen Tundra und verfolgte Kunugasagyuka. Doch Kunusagyuya war zu schnell. Ach du Scheiße, jetzt kommt noch das Polarlicht hinter uns her. Oh, 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 oh. Das Nordpolarlicht wollte uns ja auch töten. Das entführt ja kleine Kinder und so weiter. Ah.
nochmal. Was mache ich da? Warte mal, halt. Da muss ich hier rauf. Und darauf. Oh, der Geist! Oh nein! Oh. Schnell hier hoch. Ah, warte, ich muss aufpassen auf die Polarlichter. Oh, der ist genau hinter mir. Sie hat sich gerade nicht bewegt. Ah, das war's schon. Jemand hat genau gesehen, der Eistitan kommt gerade richtig näher. Und... Nein, oh, nein! Das war gerade dumm. Okay, den darf ich auf jeden Fall nicht angreifen. Warte mal. Hä? Der Wind kommt nicht. Ach, das war jetzt blöde. Der Wind kommt irgendwie gerade nicht. Nochmal. Wind. Jetzt kam er. Warum kam er jetzt erst? Jupp. Oh, das war knapp. Nein. Oh, danke Geist. Oh, die Naturgeister helfen uns auf jeden Fall weiter. Das war jetzt gerade knapp. Ich dachte gerade echt, dass ich sterbe. Oh, wie fies. Halt. Runter. Runter. Wo muss der lang? Wo muss der hin? Er kommt! Los, beweg ihn! Oh, es ist schwer, alleine das zu spielen, aber das ist. Das ist irgendwie cool. Macht schon Spaß auf jeden Fall. Oh, der Mann, der Eistitan ist, kommt immer näher. Jo, jetzt haben wir ein bisschen wieder Vorsprung gefunden und wir haben es geschafft. Oh, das war krass. Mit der Dachsel in Händen rannte er davon. Der große Mann folgte ihm, doch er konnte ihn nicht fangen. Jetzt sind wir genau hier, wo wir doch die ersten paar Missionen hatten. Oh, das war knapp. Die ist gut rüber gesprungen. Ah, die Fische helfen uns wieder. Die Geisterfische helfen uns. Das war zu viel. Das war zu weit nach vorne. Ups. Okay, die Geisterfische haben uns gerade umgebracht. Jetzt bleibe ich hier wieder stehen. Na komm. Die bewegen sich. Die bewegen sich überhaupt nicht. Die sagen einfach, nee, wir wollen nicht uns nicht bewegen. So, jetzt warte mal. Jetzt sage ich ihnen, dass sie sich schneller bewegen sollen. Komm schon. Und zack. Oh, das war knapp. Hüp. Oh. Jetzt müssen wir noch mit den Fischen hier alles machen. Komm. Hup! Oh, oh. Warte mal. Oh, das wäre jetzt auch bei schief gegangen. Komm, Fischis. Fischi. Juppala. Und zack, rüber. Und schnell die nächsten Fische. Jawohl. Kommt ihr, Fischis. Kommt. Der Fuchs wird euch leiten. Was zum Henker? Ich habe mich gerade voll erschrocken. Auf einmal steht da der Eisbär. Warum ist da der Eisbär? Aua. Warum ist denn da jetzt der Eisbär? Muss ich jetzt warten, bis der weg ist? Natürlich muss ich warten, bis der Fette kommt, damit er dann auf einmal abhaut. Er haut nicht ab. Jetzt. Jetzt, wenn er kurz bevor da ist. Toll. Hüpp! Oh, der Wind! Ach Mann, Mist, ey, der Wind hat mich gerade so abgelenkt wieder mal. Der Wind ist mir voll fies. Okay, ich muss also warten, bis der Riese genau näher hinter uns ist, damit der Eisbär auch noch abhaut. Oder dann kann ich das nicht schon ein bisschen beschleunigen? Ja, kann ich. Ich kann es also ein bisschen beschleunigen, indem ich einfach meinen Geist davor schicke. Komm. Kommt, ihr Fischis. Kommt. Cool, das hat sie gerade von alleine gemacht. Das ist sehr cool gewesen. Und wir haben es wieder geschafft. Wir sind bald in unserer Heimat.
Und diesmal steht hier nichts. Warum steht hier nichts? Ich wollte, dass da irgendwas steht. Ah, sie hat die Dechsel kaputt gemacht auf jeden Fall. Karibu-Spuren, was sind denn Karibu-Spuren? Scheint etwas Schreckliches zu sein. Oh, ihre Familie hat überlebt. Und da war die Eule! Der große Mann sah, wie sein Dachsel nach oben durch die Luke im Dach geworfen wurde. Und weil ihn das so glücklich machte, brach er in Gelächter aus. Kunuksayukua Ariahu Hiyohi. Aha, okay, gut, aber ich sag mal so, wenn mir jemand irgendwas kaputt macht, dann fange ich nicht an zu lachen. Aber jetzt ist anscheinend irgendwas passiert, dass, glaube ich, jetzt die Sandstürme aufhören. Und das war ihre Hauptaufgabe. Mal gucken, was jetzt passiert vielleicht. Oh. Oh, der Fuchs verlässt sie jetzt und wird. Oh. Und er schwebte hinauf zum Nachthimmel und wurde eins mit den Sternen. Nasruk. Aha. Okay, wer war jetzt Nasruk? Leute, das war's! Storied inspired by Kunio Saka, told by Robert Nasruk Cleveland, with permission from his daughter Minnie Alcatcher Gray. Foxtales so inspired by two Coastal Brothers. Ja, Freunde, wir haben's geschafft! Never Alone ist doch jetzt erledigt. Ich dachte eigentlich, es kommt noch irgendwas Größeres, aber nein, das war's auch schon. Ja, die Credits kommen. Und was heißt es immer bei den Credits? Jo, es ist Zeit für ein kleines Review. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Never Alone ist ein sehr schönes Spiel. Ein Spiel, was halt eine Kultur näher bringt und so weiter. Und sowas finde ich als geschichtlicher Mensch oder halt auch als wissbegieriger Mensch sehr interessant. Es war sehr cool gemacht. Besonders halt jetzt auch zum Schluss war es ziemlich schwer gewesen, weil du halt alleine alles machen musstest und so weiter. Schönes Spiel, was du zu zweit spielen kannst. Es ist sehr schön aufgebaut. 8 Parts haben wir für dieses Spiel gebraucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich sehr, sehr, sehr überrascht. Also ich fand es echt cool. Es hat übelst viel Spaß gemacht, es war toll, es war schön, schön erzählt und halt auch die ganzen Zwischenszenen, die es ja hier gibt und so weiter, auch wunderbar gemacht. Also die erzählen wirklich was von einer schönen Geschichte über halt das Volk der Inupits. Ja, die Inupits waren es gewesen. Und das hat echt so einen schönen Einblick in die Lebenskultur von denen so reingebracht. Und das fand ich echt interessant, weil so können die Kinder auch am besten auch lernen oder die Spieler besser was lernen, wenn immer was Geschichtliches mit dabei ist. Und das finde ich sowieso bei Videospielen voll cool, wenn sie noch irgendwas lehren und so weiter und so fort. Das finde ich immer am besten. Tja, Leute, dann ist aber auch wieder das nächste Let's Play wieder vorbei.
Never Alone. Ja, das finde ich aber auch ein schöner Titel, den man auch gewählt hat, weil die Inupiats sind ja eigentlich wirklich nie alleine. Die sind immer, haben immer die Naturgeister bei sich dabei. Und helfen einander auch ziemlich viel. Sie helfen viel miteinander, sie arbeiten Hand in Hand und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was du heutzutage leider gar nicht mehr hast. Das Miteinander und so weiter. Das finde ich, das fehlt so ein bisschen hier heutzutage in der heutigen Zeit. Das kann ich einfach mal kurz mal ansprechen. Und zwar, was ich halt sehr schade finde, ist besonders hier halt hier in Berlin und so weiter und so fort, dass halt wirklich so manche Leute das Menschliche gar nicht mehr in sich drin haben. Man muss alles nur schnell, schnell machen und das ist so. Ja, ich weiß, ja, mal die Leute heutzutage haben auch gar keine Zeit mehr richtig so. Die sind alle nur Hetz, Hetz und Rennen, mach und tu und so weiter und so fort. Viele sind auch unglücklich mit irgendwas und so weiter und so fort. Und ja, das hast du in anderen Ländern zum Beispiel hier nicht auf dieser Welt. Zum Beispiel in Japan hast du das nicht oder halt auch in. Ja, wo ist auch noch ein Kumpel von mir, der ist nach Spanien gefahren. Das ist auch ganz anders. Die Türkei ist auch ganz anders. Da freuen sich die Leute, dass du da bist, so dass du dann mit denen quatschen kannst und so weiter und so fort. Und das hast du hier in Deutschland nicht. Und ja, obwohl du auf dem Dorf wirst du schon sehr oft gegrüßt und so weiter. Also das ist wirklich, wenn du die Großstadt lebst und dann auf dem Dorf beobachtest und so weiter, das ist ganz anders. Gut, das passt jetzt zwar hier jetzt gerade nicht zu einem Review, zum Spiel Never Alone, aber ich wollte es einfach mal ansprechen. Vielleicht seht ihr es ja auch so, ich weiß nicht. Tja. Das muss ich dazu sagen. Grafik ist das Spiel wirklich sehr gut. Es macht sehr viel Spaß. Es ist halt nur ein. Man muss dazu sagen, es ist natürlich nur ein Indie-Game. Aber auch Indie-Games haben es in letzter Zeit sehr drauf. Also es gibt echt viele Spiele, die wirklich sehr gut sind und die aus der Indie-Richtung kommen und so weiter und so fort. Die sind manchmal schon geiler als ein normaler Volltitel. Muss ich einfach mal kurz mal dazu sagen. Ja, Playtesting von Travis Saronek, William Scheng. Danke, dass ihr es getestet habt. Also wirklich ein sehr schönes Spiel. Auch der Soundtrack hat mir sehr krass gefallen. Und auch der Erzähler hat auch halt in seiner Landessprache erzählt. Finde ich auch voll cool. Also das Spiel ist schon sehr, sehr toll gemacht. Kann ich irgendwas drücken? Ja, kann ich. The rest of our families and friends. Rocky! Rocky hat auch mitgemacht. The Flanagans. Aha. Und The Königs. Abigail, Olivia und Emily. Cool. Also ganz ehrlich, wirklich Never Alone. Sehr schönes Game. Wirklich ein sehr schönes Game. Hat mir sehr gefallen. Zwar sehr kurz, ja, okay. Aber dafür. Schönes Spiel, schöne Story, richtig geil gemacht. Gut, jetzt sind wir wieder im Anfangsbereich, also im Hauptmenü. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz hier an. Hier gibt es noch die Kultur. Einblicke. Einen einzigen habe ich nicht freigeschaltet. Okay. Wir können uns ja mal was ganz kurz mal angucken. Wiedergeburt und Namensgebung. Das habe ich nicht freigeschaltet. Ah, okay, da habe ich irgendwas vergessen. Da habe ich also eine Eule übersehen. Okay. Hier steht jetzt echt alles so drin, was über die Inupiats zu wissen ist und so weiter und so fort. Ein lebendes Volk, eine lebende Kultur. Ich möchte gern eine Geschichte hören. Skillmansch. Polarfuchs. Karibus und ihre Kleidung. Sila hat eine Seele. Sila war ja das Land gewesen. Der Weg der Fallensteller. Ja, um natürlich alles halt irgendwie fangen zu können und so weiter, mussten sie natürlich Fallen stellen und so weiter und also Fallen aufbauen. Auch sehr interessant auf jeden Fall diese ganzen Videos. Der Herzschlag der Gemeinschaft. Das kleine Volk. Die Bolas. Gestrandet. Das dicke Eis verschwindet. Ein Mädchen und ihr Nanook. Leben in Subsistenz. Subsistenz heißt, glaube ich, mit in Gemeinschaft und so weiter und so fort. Alles ist lebendig. Wer teilt, überlebt. King Island. Die Nordlichter. Der Mond der Nacht. Tiergeister.
Menschentöter, Wetterkunde und Kunuksayuku-ga. Das war dieser Riese, den wir da gesehen haben. Und natürlich mussten auch die Inupits sich ja natürlich auch gut auskennen mit dem ganzen Wetter und so weiter und so fort, damit sie halt wissen, wann sie losgehen müssen oder nicht. Tja, Freunde. Jetzt sehen wir nochmal hier nochmal die ganzen Kapitel. Der Auftakt, die Tundra, Nunas Dorf, was zerstört worden ist und so weiter von dem Menschentöter. Die Eisschollen, der Geist des Wals, wo wir drin gewesen sind in dem Wal und so weiter. Das Küstendorf, was ja richtig zerstört worden ist. Der Wald, der Waldsee, die Tundra-Ebenen wieder mal, Jagd durch den Wald, Jagd an der Küste, Jagd über Eisschollen und dennoch der Epilog. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat dieses schöne Spiel gefallen. Never Alone, ich fand das richtig cool, es war ein sehr schönes Spiel. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht, warte mal ganz kurz. Ich fand es ein sehr schönes Spiel. Ich hoffe, es hat euch auch sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Mal gucken, was das sein wird. Ich bin sehr gespannt drauf, ich hoffe ihr auch. Euer Spendem sagt auf Wiedersehen, bis zum nächsten Let's Play hier auf meinem Kanal. Oder bei den Folgen oder bei den Laufenden oder sonst irgendwo. Aber wir sehen uns dann das nächste Mal dann wieder. Macht's gut, Freunde. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis denn. Ciao. Und noch was. Schlaft schön. Und guckt euch auf jeden Fall die ganzen Kultursachen mal an. Vergesst nicht eure Kultur. Die ist immer sehr wichtig auf jeden Fall. Ciao.